Es geht nur Schritt für Schritt. Seit Tagen wird auch die deutsche Bevölkerung darauf vorbereitet, dass eine Rückkehr zur sogenannten Normalität nur langsam möglich sein wird. Und doch wird sich mit Beginn der kommenden Woche einiges ändern. Das haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder vereinbart. Allerdings wird es noch bis Anfang Mai dauern, bis Schulen und Kitas wieder ganz allmählich öffnen dürfen. Großveranstaltungen wie Fußballspiele bleiben bis mindestens Ende August untersagt. Deutschland steht zurzeit in vielerlei Hinsicht still. Kaum Betrieb an der Frankfurter Börse. PKWs sind im Autoland plötzlich Ladenhüter. Beliebte Plätze verwaist. Gastronomie und Einzelhandel weitgehend zur Untätigkeit verdammt. Wie lange noch soll das dauern, fragen sich viele Bürger. Bundeskanzlerin Merkel lobt nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten auch zunächst die Disziplin der Deutschen. Als erstes möchte ich allen Menschen in Deutschland noch einmal ganz herzlich danken, den Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Leben verändert haben, die verzichtet haben auf Kontakte, die sich einschränken, nicht weil sie der Regierung etwa einen Gefallen tun, sondern weil sie ihren Mitmenschen helfen wollen. Und das ist etwas ganz, ganz Starkes und Wichtiges, was unser Land bei aller Einschränkung im Augenblick erlebt. Und weil Merkel und der Politik insgesamt das Wohl der Bürger offenbar am Herzen liegt, empfiehlt die Regierung dringend das Tragen von Schutzmasken beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Kleine Geschäfte und Dienstleister dürfen unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Kontakt- und Reisebeschränkungen bleiben aber erstmal. Wir müssen verstehen, dass wir so lange mit dem Virus leben müssen, wie es keine Medikamente und insbesondere keinen Impfstoff gibt. Und wir müssen die Erfolge sichern, die wir erreicht haben. Der Frühling in Deutschland richtet sich allerdings nicht nach politischen Anordnungen. Auch in Zeiten einer Pandemie macht er, was er will. Deshalb bleibt der Kampf gegen das Virus bei schönem Wetter für jeden einzelnen Bürger eine Herausforderung. Massenaufläufe, wie im vergangenen Jahr in der Altstadt von Bonn am Rhein, müssen bis auf Weiteres verhindert werden. Die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin hat mein Kollege Simon Young verfolgt. Was war die zentrale Botschaft der Kanzlerin? Ja, die Kanzlerin war sehr darauf bedacht zu sagen, Deutschland hat bisher in der Corona-Krise einen Zwischenerfolg erreicht, einen zerbrechlichen, wie sie es nannte. Und diese Erfolge gilt es dann zu beschützen und nach vorne zu tragen. Sie sagte, wir leben ja zwar noch mit dem Virus, wir wollen aber alles tun, um die Maßnahmen, die es schon gibt, zu lockern, soweit das geht. Aber der Spielraum dafür ist nicht sehr groß. Und sie sagte, ein rasches Vorpreschen ist der falsche Weg. Deshalb hat man jetzt vorsichtige Lockerungsmaßnahmen heute angekündigt und zwischen dem Bund und den Ländern vereinbart. Welche Geschäfte in Deutschland werden denn jetzt wieder öffnen dürfen und welche nicht? Ja, das sind eher die kleineren Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Wie es heißt, solange sie natürlich die Abstandsregeln weiterhin organisieren können und zum Beispiel vermeiden können, dass lange Schlangen sich vor den Geschäften bilden. Außerdem dürfen auch noch Fahrradhändler und Autohändler, Buchhandlungen dürfen auch wieder öffnen. Friseurbetriebe allerdings müssen dann bis 4. Mai dann noch warten und dann werden sie herausfinden, ob sie auch öffnen dürfen. Gastronomie und Hotels bleiben weiterhin geschlossen. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Betrieb. Vor dem Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, da gab es ja recht unterschiedliche Äußerungen zum Öffnen der Schulen und Kitas. Wie einheitlich werden die Bundesländer denn jetzt vorgehen? Ja, nicht sonderlich einheitlich. Also die meisten Länder werden ihre Schulen schrittweise ab dem 4. Mai wieder öffnen. Aber manche Länder sagen, vielleicht in Bayern zum Beispiel, sagen sie, wir werden vielleicht etwas später damit anfangen. Und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, er möchte schon in der vorigen Woche damit anfangen. Also nicht ganz einheitlich. Trotzdem werden die Schulen natürlich auch da Maßnahmen
ankündigen müssen und organisieren müssen, wie die Schüler auseinandergehalten werden können, damit da eine Übertragung des Virus da nicht möglich ist. Jetzt haben die Bundesbürger, die Deutschen, den 4. Mai im Kopf. Da wird es weitere Lockerungen wahrscheinlich geben. Wie wollen die Ministerpräsidenten jetzt weitergehen? Wann wollen sie sich noch mal treffen mit der Bundeskanzlerin? Ja, Frau Merkel sagte, diese Videoschaltungen werden alle 14 Tage abgehalten. Da wird man natürlich jedes Mal über die Lage, die medizinische Lage und die ökonomische Lage sprechen und soweit möglich ist, zu neuen Lockerungsmaßnahmen so schnell wie möglich kommen. Simon Young, vielen Dank für diese Einordnung der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin zusammen mit dem Ministerpräsidenten. Und wir behalten auch heute die aktuellen Entwicklungen weltweit weiter im Blick. Unsere Corona-News beginnen mit den Reaktionen auf die Entscheidung des US-Präsidenten, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen. US-Präsident Trump steht wegen des von ihm verfügten Zahlungsstopps an die Weltgesundheitsorganisation WHO in der Kritik. Zu sehr auf China fokussiert, zu zögerlich, Verschleierungstaktik, so Trumps Vorwürfe. UNO und EU betonten, die WHO sei entscheidend bei der Eindämmung der Pandemie. Software-Milliardär Gates erklärte, man brauche die WHO mehr denn je. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass wir deswegen der Meinung sind, dass die WHO in ihrer Arbeit unterstützt und finanziert werden muss. Die USA sind der größte Geldgeber. Sie hatten 2019 rund 400 Millionen Dollar an die WHO gezahlt. Dänemark hat damit begonnen, Schulen bis zur 5. Klasse und Kindergärten nach einmonatiger Schließung wieder zu öffnen. Etwa die Hälfte der Einrichtungen braucht aber noch mehr Zeit, um die strengen Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen. Dänemark hatte besonders früh mit strikten Maßnahmen auf die ersten Infektionsfälle im Land reagiert. Andere Einrichtungen wie Restaurants oder Theater bleiben geschlossen. Der reichste Mann der Welt, Amazon-Chef Bezos, wird in der Corona-Krise noch reicher. Sein Vermögen stieg seit Jahresbeginn um rund 24 Milliarden Dollar, vermeldet die Agentur Bloomberg. Grund ist der Höhenflug der Amazon-Aktie. Der Onlinehandel ist in Corona-Zeiten gefragt, tut sich aber mit dem Ansturm auch schwer. Zumal dem Unternehmen vorgeworfen wird, nicht genug für den Schutz der Mitarbeiter zu tun. Die diesjährige Tour de France wird in den Spätsommer verschoben. Das wichtigste Etappenradrennen der Welt soll vom 29. August bis 20. September gefahren werden und damit 2 Monate später als geplant. Zum ursprünglichen Termin sind öffentliche Veranstaltungen in Frankreich noch verboten. Es bleibt beim Start in Nizza und dem traditionellen Ende auf den Pariser Champs-Élysées. Südkorea erhält ja für seine Strategie in der Corona-Pandemie von vielen Seiten Applaus. Das spielt offenbar dem sozialliberalen Regierungspartei von Präsident Moon in die Karten. Sie liegt nach Hochrechnungen vorn. Trotz Corona-Krise gaben gut 2/3 der knapp 44 Millionen Wähler ihre Stimmen ab. Vor den Wahllokalen wurde die Temperatur gemessen. Mundschutz war Pflicht. Für Menschen mit Fieber gab es spezielle Kabinen zur Abstimmung. Unter Quarantäne stehende Wähler durften nach der offiziellen Schließung der Wahllokale unter Sicherheitsvorkehrungen abstimmen. Eine Wahl mitten in der Corona-Krise. Darüber wollen wir sprechen mit Professor Hannes Mosler vom Institut für Korea-Studien an der Freien Universität Berlin. War nicht von vornherein klar, dass Präsident Moon und seine Partei die Wahl in dieser Krise für sich entscheiden würden? Na, von vornherein klar würde ich nicht sagen, aber natürlich hat die Krise durchaus den Ausschlag letztendlich gegeben. Bis vor der Krise waren die Umfragewerte für den Präsidenten noch eher im Negativen. Und in der letzten Zeit ist es dann tatsächlich ins Positive umgeschlagen. Und dieses Wahlergebnis spiegelt das also wieder, dass wir wieder mal einen Fall haben, dass in der Krise die Regierung, die im Fahrersitz ist, sozusagen dann das Kapital daraus schlagen kann, zu zeigen, dass man die Krise wie in diesem Fall auch wirklich sehr gut meistern kann.
Wie hat denn überhaupt der Wahlkampf stattgefunden in dieser Situation während der Corona-Pandemie? Nun, der war gar nicht so unterschiedlich, wie es sonst der Fall war. Natürlich war das Ganze überschattet von dieser Krise, sowohl inhaltlich, aber auch räumlich. Trotzdem haben die Kandidatinnen und Kandidaten es sich nicht nehmen lassen, öffentlich aufzutreten. Man ist rausgegangen mit Lautsprecherwagen, auch vor versammelten Menschenmassen, teilweise sogar interessanterweise ohne Mundschutzmaske das Ganze. Man hat natürlich verzichtet auf das Händeschütteln. Die Babys wurden nicht geküsst, wie das sonst so üblich war. Aber die üblichen Sticheleien zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten hat auch stattgefunden. Parteiausschlüsse hat es gegeben und Rücktritte. Also alles, wie man so es gewohnt war, nur leicht gedämpft durch die Krise. Südkorea wird ja immer als Beispiel genannt, wie ein Land erfolgreich gegen die Pandemie agieren kann. Was würden Sie sagen, aus genauer Kenntnis des Landes, ist Südkorea besser gelungen als vielen anderen Staaten? Nun, es ist ja nun bereits bekannt, man hat schnell reagiert, man hat sehr pragmatisch und sehr kreativ reagiert und auch die Bürgerinnen und Bürger haben von Anfang an alle pflichtbewusst mitgezogen. Das war sicherlich ausschlaggebend und dahinter steht natürlich, dass man die Erfahrung hatte von 2002 mit der SARS-Pandemie, SARS-Virus-Ausbruch damals, 2015 mit dem MERS-Virus-Ausbruch. Da hat man aus diesen Krisen hat man gelernt, dass man jetzt also in der Situation psychologisch, aber auch technologisch einfach vorbereitet war. Zuerst hat der Präsident die Krise ja auch unterschätzt, hat versprochen, dass es schnell vorbei ist. Und als er dann gesehen hat, dass es doch nicht der Fall ist, hat er das Ruder rumgerissen. Es wurde rigoros getestet, Infizierte wurden identifiziert. Und so gibt es ja bis heute auch keine Ausgangssperre in Südkorea. Und so konnte auch die Wahl von heute erfolgreich stattfinden. Hannes Mosler, vielen Dank für diese Einordnung dieser in gewisser Hinsicht historischen Wahl in Südkorea. Und wir blicken nochmal auf die Lage in Deutschland. Da geht es also auch in den nächsten Wochen darum, Abstand zu halten und zu Hause zu bleiben, wie wir gerade gehört haben von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Doch was, wenn man gar kein Zuhause hat? Das betrifft mindestens 50.000 Wohnungslose in Deutschland. Sie schlagen sich auf der Straße durch mit Flaschensammeln, mit dem Verkauf von Obdachlosenzeitungen. Doch wenn kaum noch Leute auf der Straße sind, dann versiegen eben auch diese Einkommensquellen. Viele Suppenküchen und Unterküchen sind geschlossen. Da gab es wenigstens nachts ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Öffnet Hotels, fordern Obdachloseninitiativen seit Wochen. Bislang vergeblich. Für Obdachlose sind warme Mahlzeiten selten geworden. Wegen der Corona-Krise haben viele soziale Einrichtungen geschlossen. Das trifft vor allem die, die kein Zuhause haben. So wie Michel. Für die 19-Jährige aus Belgien ist das Leben auf der Straße jetzt noch schwieriger geworden. Es gibt viel weniger Spenden, viel weniger Geld bekommt man, da alle Leute einfach nur Abstand halten und gar nicht mehr mit den Leuten reden wollen. Also Spenden, Flaschen sammeln, es geht gar nicht mehr. Keiner geht mehr auf die Straße, alle bleiben fast nur noch zu Hause. Und die, die da sind, die wollen dann auch nichts geben. Da Spenden fehlen und die meisten Tafeln geschlossen haben, müssen neue Wege gefunden werden, um Obdachlose mit dem Nötigsten zu versorgen. Die Hilfsorganisation Caruna verteilt mit dem Fahrrad Care-Pakete. Sie setzt auf Technologie, um Hilfsbedürftige zu erreichen. Der große Aufschlag für dieser Tage ist dann die Vernetzung aller Obdachlosen untereinander mit uns. Da gehört eine App dazu, eine Taskforce-App, mit der wir auf der Straße Obdachlose fragen, wie es ihnen geht. Wir können Selbsteinschätzungen vornehmen. In den nächsten Wochen will Caruna 2000 Handys an Obdachlose in Berlin verteilen. So können sie per App über Hilfsangebote informiert werden und eine extra für sie eingerichtete Corona-Hotline anrufen. Besser noch wäre es, wenn man sie während der Pandemie von der Straße holte, sagen die Helfer von Caruna. Deswegen ist unsere Forderung auch, Hotels zur Verfügung zu stellen. 2000 Hotelbetten, die Kapazitäten sind da, Einzelzimmer mit eigener Toilette. Und da kann man auch einen guten Pandemieschutz organisieren. In Deutschland bieten zahlreiche staatliche, kirchliche und private Organisationen kostenlose Hilfe für Obdachlose an. Doch viele nehmen die Angebote nicht an, unter anderem, weil Alkohol und Drogen dann verboten sind. Seit kurzem gibt es sogenannte Gabenzäune von Anwohnern mit Spenden für Menschen auf der Straße. Doch einen direkten Kontakt mit Obdachlosen meiden viele, erzählt Michel, vor allem jetzt.
da wir obdachlos sind, auf der Straße sind, dass wir automatisch dadurch schneller krank werden und dass wir dann alle anstecken würden. Das ist wahrscheinlich die Angst der großen Leute. Deswegen, wenn wir uns in der S-Bahn reinsetzen und die merken, wir sind obdachlos, gehen die Leute weg. Die bleiben erst gar nicht sitzen, die gucken dann auch abwertend und gehen dann einfach. Wir sind quasi der Abschaum von der Straße. Obdachlose sind auf das Wohlwollen anderer angewiesen. Sie hoffen, dass in der Corona-Krise die Solidarität in der Gesellschaft stärker ist als die Angst.